Ja, nun zur Studie der land- und forstwirtschaftlichen Diversifizierung in Österreich. Drei Bereiche möchte ich da kurz anführen aus der Studie heraus. Einerseits die begriffliche Definition des Begriffes Diversifizierung, die wirtschaftliche Relevanz der Diversifizierung, soweit es schon solche Daten überhaupt gibt, und dann die fördernden und hemmenden Faktoren. Am Beginn möchte ich die Diversifizierung kurz einbetten. Wo ist sie eigentlich in der strategischen Ausrichtung der Betriebe? Es gibt ja im Wesentlichen nach Porter diese drei Wettbewerbsstrategien, die zum einen, haben wir heute schon näher definiert, die Strategie von Wachstum und Spezialisierung einerseits. Es geht darum, Produkte, Standardware möglichst billig zu erzeugen, also der Wettbewerb wird über die Kostenseite entschieden. Das kann ich über Wachstum mit Technik zum Beispiel, wie es in Österreich hauptsächlich passiert, oder durch Partner, Mittelspartner oder Angestellten, wie es eher in Norddeutschland passiert. Die zweite Strategie, Differenzierung durch Qualität und Nischenproduktion, also Wertschöpfung, Erlöse zu steigern, gibt es umfangreiche Möglichkeiten, Biomilchproduktion, Veredelungsmaßnahmen, Direktvermarktung und eben die dritte Strategie, die Diversifizierung, also auf mehreren Standbeinen zu stehen, und dazu gibt es ja auch umfangreiche Möglichkeiten, hier eine Nische zu finden. Drei Ziele hat sich die Studie angenommen. Einerseits eben der Versuch, den Begriff Diversifizierung für Österreich fassbar zu machen und damit auch ihn besser für die Beratung nutzbar zu machen. Der zweite Punkt, diese wirtschaftliche Relevanz. Also wo steht die Diversifizierung? Was trägt sie bei? Was können wir dazu überhaupt schon sagen? Und der dritte Bereich, da geht es in die sozialen Faktoren hinein. Welche fördernden und welche hemmenden Faktoren sehen die Akteurinnen und Akteure im Rahmen der Diversifizierung? Und da kann man ja natürlich auch speziell auch in der Beratung ansetzen, welche Möglichkeiten hier bestehen, die Diversifizierung auch zu befördern. Gut, dann gehen wir zum ersten Punkt, zur begrifflichen Verortung der Diversifizierung in Österreich. Wir haben ganz am Beginn schon lange diskutiert, soll man es Diversifizierung nennen, eher Erwerbskombination. Es gibt ja da viele Begriffe im deutschsprachigen Raum. Wir haben uns dann letztendlich auf Diversifizierung entschieden. Es hat dazu einen umfangreichen Literaturüberblick gegeben. Wie wird dieser Begriff im Deutsch, vor allem im deutschsprachigen Raum gesehen? Und darauf ableitend haben wir dann einen Workshop durchgeführt und aus diesen Ergebnissen heraus versucht, eine eigene Definition zu finden. Die Literaturrecherche hat ergeben, dass es also ein breites Spektrum an Zugängen zur Diversifizierung gibt. Es gibt also nicht die Diversifizierung, das wird so gesehen und so abgegrenzt, sondern das ist völlig unterschiedlich. Also die unterschiedlichsten Arbeiten haben da völlig unterschiedliche Zugänge, vielleicht nicht völlig, aber doch unterschiedliche Zugänge herausgearbeitet. Ganz stark war diese Einteilung nach horizontaler, vertikaler und lateraler Diversifizierung. Horizontal heißt, ich bleibe in der Urproduktion, mache aber ein neues Produkt, zum Beispiel ich baue Lavendel an. Und dieses Produkt hat zum Beispiel überhaupt keine Tradition in dieser Region oder auf dem Bauernhof. Das wäre horizontale Diversifizierung. Oder Emmerproduktion, ja, irgendwelche Urgetreidearten. Oder Büffelmilchproduktion. Ja, das wären an und für sich, wenn ich auch in der Urproduktion drinnen bin, aber ich erweitere quasi das Feld. Vertikale Diversifizierung, das heißt, ich nehme Produkte und verarbeite, veredle sie weiter in den vor- oder nachgelagerten Bereich. Klassischer Fall die Veredelung von landwirtschaftlichen Produkten. Und die dritte Komponente, die laterale Diversifizierung. Das heißt, Formen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, die völlig losgelöst sind vom Betrieb selber. Zum Beispiel, ich bin Versicherungsmakler. Nebenbei, einige Studien aus Deutschland haben sogar den Nebenerwerb als laterale Diversifizierung auch gesehen. Also auch als Bestandteil der Diversifizierung. Ja, das Resümee war, dass es keine einheitliche Begriffsdefinition im deutschsprachigen Raum gibt. Das wäre praktisch gewesen. Das ist immer der erste Zugang in eine Wissenschaft, wenn man sich einem neuen Feld ordnet und eine Struktur hineinbringen will, dass man einmal schaut, was gibt es und kann ich mich wo anlehnen. Konnten wir leider nicht. Wir mussten natürlich die einzelnen Zugänge analysieren und darauf aufbauend eine eigene Definition finden. Und ich zeige Ihnen jetzt diese Definition und die ist, wie gesagt, aus diesem Workshop heraus entstanden, auf der Basis natürlich dieses Literaturüberblickes. Sie sehen also hier den Versuch dieser Kurzformel. In der Studie selber ist das dann natürlich viel breiter ausgeführt und wird auch argumentiert, warum, weshalb das jetzt so steht, wie es hier steht.
Also Diversifizierung ist eine Strategie. Da haben wir schon lange diskutiert, soll man das Wort Strategie oder ein Geschäftsfeld oder wie auch immer. Also über jedes Wort kann man diskutieren. Aber jetzt steht es einmal so drinnen. Also Diversifizierung ist eine Strategie, die über das klassische Geschäftsmodell der Land- und Forstwirtschaft hinausgeht. Klassisches Geschäftsmodell heißt die Hervorbringung von landwirtschaftlichen Produkten, also von Tieren und von pflanzlichen Produkten. Das ist das klassische Geschäftsmodell. Und über den Großhändler quasi abzugeben. Das ist das klassische Geschäftsmodell. Also über dieses Geschäftsmodell hinauszugehen. Betriebliche Ressourcen zu nutzen, das heißt, die laterale Diversifizierung hat für uns keine Bedeutung. Also völlig losgelöst vom Betrieb sehen wir die Diversifizierung nicht. Also deren betriebliche Ressourcen aktiv nutzt, das kann die Fläche sein, das kann ein Gebäude sein, das kann die Arbeitskraft sein, das kann eine Maschine sein, mit dem Ziel nutzt bzw. kombiniert, eine höhere Wertschöpfung für den Unternehmerhaushalt zu generieren. Das heißt also, wir sehen Diversifizierung nicht als Hobby, sondern als Geschäftsfeld für eine höhere Wertschöpfung für den Unternehmerhaushalt. Ja, im Wesentlichen finden wir jetzt, wenn wir das wieder mit der Literatur verschneiden, wesentlich die Formen der vertikalen Diversifizierung. Die horizontale Diversifizierung ist da eigentlich nicht drinnen, weil die geht über das klassische Geschäftsmodell der Land- und Forstwirtschaft nicht hinaus. Und die laterale Diversifizierung, wie schon erwähnt, auch nicht, weil wir sehen die enge Verknüpfung mit betrieblichen Ressourcen. Beispiele für die Diversifizierung habe ich hier angeboten. Was sind die wesentlichsten Beispiele? Das werden wir dann auch später noch sehen. Wo spielt sich Diversifizierung in Österreich ab? Ganz klar mal Direktvermarktung, auch die Urprodukte, weil das geht über das klassische Feld des Großhandels hinaus, Direktvermarktung, deshalb Diversifizierung. Vermarktung von B- und verarbeiteten Produkten geht über das klassische Geschäftsmodell hinaus. Buschenschank, Heuriger, Detto. Gästebeherbergung, ja, Urlaub am Bauernhof, der klassische. Grenzfall, Vermietung und Verpachtung, dann nicht, wenn quasi das nicht aktiv betrieben wird, sondern wenn ich das quasi einen Dritten übergebe und der macht was draus. Also dieses aktiv in der vorigen Definition ist auch wichtig. Maschinenring, Lohnmaschinen, Maschinenring-Service, also all diese Maschinenleistungen sind natürlich drinnen und darüber hinausgehend. Schule am Bauernhof, Seminarbäuerin, soziale Dienstleistungen, Green Care. Hier ist die Betriebsbezogenheit wichtig. Ist quasi dieses Angebot eines Kindergartens zum Beispiel im Bauernhof noch mit dem Bauernhof verknüpft oder nicht? Da gibt es natürlich Grenzfälle. Erneuerbare Energien, Holzschnitt, Holzverarbeitung. Das sind also die wesentlichsten Bereiche der Diversifizierung, die sich auch in diese Definition, wo wir vorhin auch Kriterien gebildet haben, gut hineingepflegt werden können. Aber es bleibt ein bisschen ein statistisches Rauschen. Also 95% können wir gut einordnen. Bei manchen Bereichen muss man dann noch diese einzelnen Kriterien dann genau durchgehen, wie das dann hineinpasst. Soweit also die begriffliche Definition. Die war auch wichtig, vor allem für den zweiten Teil der Studie, die wirtschaftliche Relevanz der Diversifizierung in Österreich, weil wir die Daten dahingehend aufbereiten konnten. Die Fragen, also zwei Fragen haben sich da abgeleitet. Einerseits, wie viel trägt die Diversifizierung zum Ertrag der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe bei? Ertrag, buchhalterisch gesehen, heißt, das sind die Einnahmen plus irgendwelche Mehrwerte, öffentliche Gelder, was auch immer. Das ist der monetäre Ertrag, also nicht der naturale, sondern der monetäre Ertrag. Und wie wirtschaftlich sind diversifizierende Betriebe aufgestellt? Es steht nichts dabei, wie viel Einkommen generiert die Diversifizierung. Einfach deshalb, das wäre natürlich eine spannende Frage, können wir nicht beantworten, weil wir die Daten dazu noch nicht haben. Nicht haben, beziehungsweise noch nicht haben. Deshalb also die erste Annäherung, einmal den Anteil am Ertrag zu bemessen. Und die Wirtschaftlichkeit ist auch noch ganz eine grobe Annäherung. Da haben wir auch noch nicht die Daten oder die Stichprobe, dass wir das auch wirklich ausdrücken können. Ich werde dann auf den Ergebnissen näher darauf eingehen, wie kann man das auch wirklich interpretieren. Oder wichtig ist also nicht fehlinterpretieren. Die Datenbasis waren unsere freiwillig buchführenden Betriebe in Österreich. Wir haben dazu ungefähr 1900 Betriebe im Rahmen des Grünen Berichts 2018. Das heißt, das sind Daten aus 2017, also die zuletzt zur Verfügung stehenden Daten. Und es hat auch eine Arbeitsgruppe gegeben. Das war also für diese Auswertung mit der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, die ja die Hochrechnungen durchführt für den Grünen Bericht. Projektleiter ist hier Gerhard Garleitner, dann von der LBG, der Abteilungsleiter
für Agrarstatistik und Ökonomie innerhalb der LBG Franz Fenzel und meiner Person. Wobei es wird jetzt weitergearbeitet, und da ist ganz maßgeblich auch der Franz Hunger dabei in dieser weiteren Arbeitsgruppe, wo wir quasi jetzt, was ist einmal da und wie wollen wir uns in Zukunft dann ausrichten. Dazu werde ich dann später noch einige Worte sagen, weil das ist jetzt nur ein Zwischenbericht, was ich hier heute präsentieren kann. Gut, damit einige Ergebnisse, mal die Relevanz der Diversifizierung ausgedrückt. Welchen Anteil nimmt die Diversifizierung am Ertrag je nach Betriebsform ein? Wir haben also die Erträge aus der Diversifizierung, aus der Direktvermarktung, Urproduktion, aus B- und verarbeiteten Produkten, aus Urlaub am Bauernhof, aus Lohnmaschinen, Transportleister und so weiter, haben wir also herausgearbeitet aus den Grunddaten für den grünen Bericht. Beim grünen Bericht selber haben wir keine Auswertung zu dieser Frage und haben das im Vergleich zu anderen Erträgen in Beziehung gesetzt. Also zum Beispiel am Beginn das Bundesmittel. Sie sehen also die rote Säule, das ist der Ertrag aus der Urproduktion. Das heißt der Ertrag aus Schweineverkäufen, aus Rinderverkäufen, aus Holzverkauf, aus Milchverkauf, was auch immer. Dann der Ertrag der Diversifizierung, grün eingefärbt. Die Umsatzsteuer, Sie wissen an der Buchführung für den grünen Bericht, sind die Erträge ja ohne Umsatzsteuer. Das heißt, das eigene Block werden sie dann draufgesetzt. Und die öffentlichen Gelder. Und da bekommt man schon einen guten Eindruck, dass es doch sehr unterschiedlich ist nach Betriebsformen. Ich habe Betriebsformen hier herausgenommen, teilweise noch Spezialbetriebsformen. Also SP steht für Spezialbetriebsformen, beispielsweise bei Weinbaubetrieben, Milchvieh- oder Mutterkuhbetrieben. Ja, und da sehen wir natürlich, dass diese Erträge aus der Diversifizierung sehr unterschiedlich sind. Ja, zum Beispiel Veredelungsbetriebe, heißt das sind Schweine- und Geflügelhaltende Betriebe. Da ist sehr viel Umsatz in der Urproduktion natürlich vorhanden. Nicht? Viele kleine Tiere, die verkauft werden oder Eier oder was auch immer. Und auch generell macht hier so die Diversifizierung wenig aus. Oder wenn wir dann bei Dauerkultur- oder Weinbaubetrieben sind, da ist der Anteil deutlich höher. Weil hier die Direktvermarktung eine ganz große Rolle spielt und auch der Buschenschank und der Heurige. Schauen wir es uns jetzt betragsmäßig an. Also im Schnitt im Jahr 2017 machten die Erträge aus der Diversifizierung knapp 10.000 Euro aus. Also 9.921 Euro auf das Bundesmittel. Und das schwankt also von etwa 6.000 Euro bei Forst- oder Veredelungsbetrieben bis etwa 25.000, 27.000 Betrieben bei Dauerkultur- und Weinbaubetrieben. Also eine ganz große Streuung. Einige sind aber auch im Mittelfeld drinnen, wie die Futterbaubetriebe, da sind unsere Wiederkäuerbetriebe drinnen und ähnlich bei den Milchviehbetrieben oder Mutterkuhbetrieben. Fehlungsbetriebe etwas unter dem Schnitt, die Markfruchtbetriebe sind auch etwas unter dem Durchschnitt der knapp 10.000 Euro. Wie gesagt, 10.000 oder 9.921 Euro ohne Mehrwertsteuer. Ja, das ist einmal die absolute Höhe. Jetzt schauen wir uns die Zusammensetzung an. Wir haben also im Wesentlichen 5 Gruppen gebildet, wo wir versucht haben, diese Diversifizierungsaktivitäten einzuordnen in Bereiche. Das ist einmal der Bereich Direktvermarktung, dann Urlaub am Bauernhof, Buschenschank Heuriger, Transport- und Maschinenleistungen. Und dann gibt es noch so eine Größe, die jetzt hoffentlich auch aufgelöst wird, den Nebenbetrieb, da hat man alles da reingegeben, was man sonst nicht irgendwie zuordnen konnte. Das ist so ein Sammelbecken an Diversifizierungsaktivitäten. Was sehen wir da im Schnitt? Im Schnitt nahm die Direktvermarktung 41%, wichtig, Direktvermarktung Urprodukte und B- und verarbeitete Produkte, also beides kommt hier rein, sind 41% des Ertrages kommen im Schnitt im Bundesmittel aus der Direktvermarktung. B- und verarbeitete Produkte, Urprodukte. Dann etwa 15% von Urlaub am Bauernhof, auch so 15% Buschenschank und Heuriger und etwas über 20% Transport- und Maschinenleistungen. Und der Rest, 7%, glaube ich, waren das, die 759 Euro aus dem Nebenbetrieb, wo noch nicht die Zuteilung gelungen ist. Also so schaut das Bild einmal für das Bundesmittel aus. Und jetzt schauen wir uns ein paar Betriebsformen näher an, beispielsweise Dauerkulturbetriebe. Da sind es vor allem 2 Blöcke, Buschenschank Heuriger, wenig überraschend, und die Direktvermarktung. Da spielen andere Bereiche deutlich eine untergeordnete Rolle. Oder bei Milchviehbetrieben, da sind es vor allem 2 Blöcke, das ist die Direktvermarktung einerseits und andererseits der Urlaub am Bauernhof.
und teilweise auch Transport- und Maschinenleistung. Burschenschank-Heuräger spielt da natürlich naturgemäß kaum eine Rolle. Und dann noch die Marktfruchtbetriebe, also die Ackerbaubetriebe. Da sind es vor allem die Transport- und Maschinenleistungen, die exakt 50% des Ertrages aus der Diversifizierung einnehmen. Und ein gutes Viertel kommt auch aus der Direktvermarktung. Andere haben da weniger, spielen da weniger Rolle. Jetzt schauen wir es uns nochmal prozentuell an. Also die 9.921 Euro Ertrag aus der Diversifizierung nahmen 9,3% des Gesamtertrages ein. Also knapp 10%, die Zahl kann man sich mitnehmen, knapp 10% des Ertrages exklusive Mehrwertsteuer im Jahr 2017 kamen aus der Diversifizierung. Knapp 10%. Und das schwankt, wie vorhin also die absoluten Werte schon vernehmen lassen, natürlich auch prozentuell. Von 3% bei den Fädelungsbetrieben. Einerseits haben wir hier bei Schwein- und Geflügelbetrieben weniger Diversifizierung, andererseits sind die Erträge aus der Urproduktion deutlich höher, dadurch ist der Anteil noch einmal geringer. Also von 3% bis fast ein Viertel bei Dauerkultur- bzw. Weinbaubetrieben, wo das eine deutlich größere Rolle spielt. Gut, damit komme ich zum zweiten Teil, zur zweiten Frage, wie wirtschaftlich ist eigentlich die Diversifizierung? Gleich eines vorweg, wir können ganz ein grobes Bild einmal zeichnen und ich will dann auch kurz zeigen, wie wir da weiter vorgehen wollen, um diese Frage exakter zu bearbeiten. Schauen wir uns einmal diese Tabelle an. Wir haben also die Betriebe in der Buchführung, also bei den freiwillig buchführenden Betrieben kategorisiert, haben sie eingeteilt in diversifizierende Betriebe und nicht diversifizierende Betriebe. Das ist schon mal eine schwierige Frage, was sind diversifizierende Betriebe? Ab dem ersten Euro. Oder braucht es eine Schwelle? Das braucht natürlich eine Schwelle. Also ab dem ersten Euro, wenn ich ein bisschen direkt vermarkte. Wir haben also eine Schwelle eingezogen. Sie sehen die auch 4.000 bzw. 6.000 Euro. 4.000 Euro bei der Direktvermarktung. Also wenn ein Betrieb mehr als 4.000 Euro Ertrag, Umsatz, wie auch immer, aus der Diversifizierung gemacht hat, dann zählt er als Diversifizierer. Also wenn er zumindest insgesamt diese 4.000 bei Direktvermarktung oder 6.000 bei Urlaub am Bauernhof Transport- und Maschinenleistungen zusammenbringen. Warum ist hier ein Unterschied? Da haben wir lange diskutiert und das könnte man auch natürlich hinterfragen. Das ist letztendlich dann doch eine Entscheidung gewesen, ohne wirklich eine tiefere Begründung zu haben. Aber wir haben deshalb differenziert bei der Direktvermarktung einen geringeren Betrag, weil, und das ist auch nächster Punkt, zum Beispiel in den freiwillig buchführenden Betrieben die Daten zu, zum Beispiel wenn ich also Milch direkt vermarkte, wird im Ergebnis nur der Mehrwert quasi ausgewiesen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel Milch verkaufe um 80 Cent direkt, dann wird der Milchpreis, den ich bei der Molkerei bekommen hätte, abgezogen. 35 Cent zum Beispiel. Ja. Dann werden 45 Cent quasi nur, also der Mehrerlös ist drinnen. Bei Urlaub am Bauernhof oder bei den Transport- und Maschinenleistungen ist hingegen aber der ganze Wert drinnen. Ja, wenn ich also diese Einnahmen habe aus zum Beispiel Maschinenlernen-Tätigkeit, dann ist das voll drinnen. Da haben wir nicht direkt einen Abzugsposten. Deshalb haben wir es differenziert. Ja. Wir haben da mehrere Varianten gerechnet mit 3.000 und 5.000, mit 5.000 und 7.000, ja, um zu sehen, also wie viele Betriebe fallen dann wieder rein, wieder raus und so weiter. Also das sind die Schranken. Das heißt, es sollte schon eine gewisse Bedeutung haben, die Diversifizierung, damit sie auch als diversifizierende Betriebe hier gilt. Was macht es bei der Zahl der Betriebe aus? Wir hatten im Jahr 2017 1.897 Buchführungsbetriebe und davon fielen knapp 700 in diese Kategorie hinein als diversifizierende Betriebe, genau 693. Und der Rest, die 1.204 Betriebe, zählen wir also als Betriebe ohne Diversifizierung. Heißt aber, dass ein gewisser Anteil an Diversifizierung auch drinnen ist. Ja? Also das soll nicht überraschen, dass da ein gewisser Anteil drinnen ist, weil eben ein gewisser Freibetrag, eine gewisse Schwelle definiert wurde. Und Sie sehen auch, in welchen Betriebsgewichten Sie das dann, also wenn die Betriebe hochgerechnet werden mit dem Betriebsgewicht, was es auch ausmacht bei den Betriebsgewichten. Also insgesamt haben wir ungefähr eine Abdeckung von 75.000 Betrieben und da haben wir 25.000 in etwa, die man hier als diversifizierende Betriebe bezeichnen konnte nach dieser Schwelle und etwa 51.000 nicht diversifizierende Betriebe. Was sehen wir bei den Daten? Die diversifizierenden Betriebe sind etwas größer, haben einen etwas größeren Viehbestand
und deutlich mehr Arbeitskräfte, ausgedrückt in betriebliche Arbeitskräfte. 1,75 zu 1,26, wenig überraschend. Der Ertrag aus der Diversifizierung machte bei diesen Betrieben im Schnitt 28.000 Euro aus. Wir erinnern uns, über alle Betriebe knapp 10.000 Euro. Und das war ein Anteil von 20,2%. Die Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft, sind dazu da, die nicht entlohnte Arbeitszeit zu entlohnen und die Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu entlohnen. Und dann auch natürlich noch die Sozialversicherung abzudecken und eventuelle Einkommensteuer. Also 43.000 Euro versus 25. Der Rentabilitätskoeffizient ist eine wichtige Kennzahl, weil hier könnte man sagen, na gut, da stecken auch mehr Arbeitsleistungen drin und vielleicht auch mehr Eigenkapital, nicht? Weil ich speziell für die Diversifizierung auch eine Anlage oder irgendwas angeschafft habe. Das muss ich auch entlohnen, wenn es mit Eigenkapital passiert ist. Deshalb ist diese Kennzahl so wichtig, dieser Rentabilitätskoeffizient, die Deutschen sagen Nettorentabilität, der drückt aus, wie viel es gelingt oder wie viel es dem Einkommen gelingt, die Ansätze für die eigene Arbeitszeit und die Verzinsung des eigenen Kapitals abzudecken. Das heißt, eigentlich müssten hier, wenn hier 100 steht, dann gelingt es genau, mit diesem Einkommen den Lohnansatz abzudecken und die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals. Wenn hier 62,7% steht, heißt das, das gelingt nicht vollständig, sondern eben zu einem Anteil von 62,7%. Wenn zum Beispiel ein Lohnansatz kalkuliert wurde von 15 Euro, dann hat der Betrieb nicht tatsächlich 15 Euro als Arbeitsverdienst, sondern nur 62,7% von den 15 Euro. Ja? Alles. Unter Einrichtung Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ist Ertrag minus Aufwand. Alle Erträge und dazu zählen auch die öffentlichen Gelder. Aber man sieht hier 62,7, 46,4, deutlich höher. Und dann noch die Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft je Arbeitskraft. Da haben wir auch bei den diversifizierenden Betrieben einen höheren Wert. Schauen wir uns das jetzt bei der Direktvermarktung an. Direktvermarktung, UP, Urproduktion oder B- und verarbeitete Produkte. Alle Betriebe sind drinnen, die mehr als 4.000 Euro davon lukriert oder Ertrag erwirtschaftet haben. Waren knapp 400 Betriebe. Also von den 693 zählen schon knapp 400 zu den Direktvermarktern. Da sieht man schon, das ist der größte Anteil. Und man sieht auch hier, das sind also in etwa 15.000 Betriebe hochgerechnet. Wir sehen hier, der Viehbestand unterscheidet sich kaum. Entschuldigung, die Fläche unterscheidet sich kaum, der Viehbestand ist etwas höher bei den direkt vermarkteten Betrieben und deutlich höher sind wieder die Anzahl der Arbeitskräfte, 1,81 zu 1,33. Und wir sehen also auch hier, ähnlich wie bei den Diversifizierern insgesamt, deutlich höhere Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft, auch je Arbeitskraft, obwohl hier deutlich höhere Arbeitskraftbesätze drinnen sind und der Rentabilitätskoeffizient ist auch ungefähr um 13% höher als für jene ohne Diversifizierung. Wie schaut es bei den Betrieben mit UAB, mit Urlaub am Bauernhof aus? Also all jene Betriebe sind hier drinnen, die mehr als 6.000 Euro aus UAB erwirtschafteten. Und das sind etwa knapp 5.000 Betriebe gewesen. Wir sehen hier, die Betriebe sind kleiner, deutlich kleiner nach der Fläche, haben auch einen etwas geringeren Viehbestand, aber deutlich mehr Arbeitskräfte. Klar, also die Urlaub am Bauernhof, Tätigkeit beansprucht natürlich Arbeitszeit. Damit gelingt es, ein höheres Einkommen zu erwirtschaften. Aber der Rentabilitätskoeffizient unterscheidet sich kaum. Und je Arbeitskraft ist, wird ein etwas niedrigeres Einkommen ausgewiesen. Und jetzt muss man schon aufpassen bei der Interpretation. Es ist mir aber wichtig, das hier gleich dazu zu sagen. Das heißt jetzt nicht, dass quasi der Urlaub am Bauernhof die Arbeitsverwertung verschlechtert, sondern das sind völlig unterschiedliche Betriebe. Ich habe hier, ich habe jetzt, mehr Daten haben Sie dann in der Unterlage, hier habe ich natürlich einen deutlich höheren Anteil an Bergbauernbetrieben, einen deutlich höheren Anteil an Betrieben, die einfach unter erschwerten Bedingungen arbeiten und die es eigentlich nur aufgrund von Urlaub am Bauernhof überhaupt schaffen, ein nennenswertes Einkommen zu erwirtschaften. Also das ist ganz wichtig hier dazu zu sagen. Deshalb hinkt dieser Vergleich. Es soll nur einen groben Überblick einmal geben, die Rolle der Diversifizierung einmal in einem ersten Schritt festzumachen. Und dann noch die Betriebe mit Transport- und Maschinenleistungen. Da ist der Unterschied deutlich größer. Also jene, die quasi Maschinen, in der Regel sind es größere Maschinen, haben und mit denen auch aufs Nachbarfeld fahren,
Die sind natürlich deutlich größer strukturiert, das sieht man an der Fläche. Und das sind also hauptsächlich Ackerbaubetriebe, also der Viehbestand ist ganz gering. Und die Arbeitskräfte sind auch höher bei diesen Betrieben. Einerseits, weil sie mehr Fläche bewirtschaften, andererseits aber auch, weil sie natürlich zusätzlich Arbeitszeit außerhalb des Betriebes verbringen. Das Einkommen ist ja deutlich höher, der Rentabilitätskoeffizient nahe 100. Das ist ja auch noch für Sie das Ziel. Alle Faktoren, Kapital, Arbeit sind voll entlohnt zu Marktpreisen. Und auch das Einkommen je Arbeitskraftstunde ist, oder je nicht entlohnter Arbeitskraft, ist auch höher. Das heißt nochmal, das Betriebsgewinn. Ja? Ja, ja, das sind jetzt nur die Marktfruchtbetriebe. Also wir haben hochgerechnet, 75, also die Stichprobe unserer Buchführungsbetriebe deckt rund 75.000 Betriebe in Österreich ab. 75.000, ja, weil wir an die Grenzen mit dem Standard-Output, wir schneiden viele kleine ab, dadurch fallen viele weg. 75.000. Und unter die Betriebsform Marktfrucht fallen eben ungefähr 11.000, 12.000 Betriebe. Genau, und vorhin hatten wir bei den UAB-Betrieben waren es wieder alle. Also hier haben wir, da geht es aus Bundesmittel über alle Betriebe und da jetzt speziell die Einschränkung auf Marktfruchtbetriebe, deshalb nur 12.000. Genau. Gut, ich habe schon erwähnt, wir arbeiten an dem Datensatz weiter, weil das alleine sagt uns noch viel zu wenig und ich sage das immer wieder und habe das auch sehr prominent in der Studie verfasst, keine Fehlinterpretation. Das heißt nicht automatisch, Diversifizierung bringt dann höheren Ertrag, bringt höheres Einkommen und so weiter. Sondern wir haben nur verglichen Betriebe mit und ohne Diversifizierung, haben aber völlig unterschiedliche Betriebe. Der nächste Ansatz ist, wir haben die Arbeitsgruppe erweitert, wie schon erwähnt, dass wir eine Art Kostenstellenrechnung durchführen in den Buchführungsbetrieben anhand von ungefähr 40 Betrieben. Startet also jetzt mit 2019. Und dazu werden also 20, in etwa 20 Betriebe wurden wahrscheinlich schon ausgewählt jetzt mit UAB, mit Urlaub am Bauernhof und 20 Betriebe mit Direktvermarktung. Die also, damit es möglich wird, mit der Kostenzuteilung, soweit das möglich ist, damit auch das Einkommen zu ermitteln von diesem Betrieb. Bis jetzt können wir ja nur den Ertrag ausweisen, den Anteil am Ertrag. Wir wollen weiterrechnen. Und der nächste Schritt bei den Vergleichen wäre auch, dass wir, da gibt es in der Wissenschaft diese Methode des Matching, dass ich also eine Gruppe von Betrieben vergleiche, sondern ich habe Betriebe mit oder ohne Diversifizierung und matche die Betriebe. Also verbinde jene Betriebe, die sehr ähnlich sind von der Strukturausstattung. Also ähnliche Fläche, ähnlicher Tierbestand, ähnlicher Standard-Output, ähnliche natürliche Erschwernis. Und dann suche ich mal den nächstgelegenen Betrieb, da gibt es statistische Verfahren, und kann damit Betriebe vergleichbarer machen. Und mehrere solche gepaarte Betriebsanalysen und die dann hochrechnen auf eine gesamte. Das wäre dann der nächste Schritt. Damit kann man schon relativ oder mehr aussagen. Muss man einmal vorsichtig sein, aber kann man auf alle Fälle mehr aussagen. Gut, damit bin ich bei dem dritten Punkt, fördernde und hemmende Faktoren. Dazu haben wir eine Online-Befragung durchgeführt. Also keine Interviews per Telefon, sondern eine klassische Online-Befragung. Ziel war, den Standard Diversifizierung auf den Betrieben zu erheben und eben fördernde und hemmende Faktoren abzuleiten für die Weiterentwicklung. Also daraus auch Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Grundgesamtheit waren Invecos Betriebe mit einer Mailadresse und die Durchführung war im Mai und Juni 2018, also rund vor einem Jahr. Der Rücklauf, wir haben die Auswertung basiert, also auf 6.104 vollständig ausgefüllte Fragebögen. Ja. Da gibt es natürlich Abbruchraten, die haben wir nicht einbezogen. Rücklaufquote rund 10%. Und knapp 40% von diesen 6.104 oder genau 2.424 haben zumindest eine der vorgegebenen Diversifizierungsarten angekreuzt. Das sind also im Folgenden die diversifizierenden Betriebe. Und davon der Großteil, und das deckt sich sehr gut mit der Grundgesamtheit, 64% Direktvermarktung, 18% UAB. So schaut die Stichprobe genau aus, kann man auch dann in der Studie noch näher nachlesen. Ich habe die ersten drei Balken dann zusammengefasst. Das sind also die Direktvermarkter, mehr oder weniger 1553 Betriebe. Dann die Maschinenring-Lohnunternehmer, Maschinenring-Service habe ich auch zusammengefasst. Und dann haben wir noch UAB mit 442 Betrieben und viele weitere Betriebe noch. Und insgesamt eben sind das die 2424 Betriebe. Also wenn ich im Folgenden von diversifizierenden Betrieben spreche in dieser Stichprobe, dann sind diese 2424 Betriebe. Und das heißt, 3680 Betriebe haben
hatten zu diesem Zeitpunkt keine Diversifizierung. Ein paar betriebliche Merkmale, muss man ganz klar sagen. Also wir können nicht, wie bei der Nutztierhaltungsstudie, sagen, wir können nicht auf die Grundgesamtheit schließen. Dazu ist die Stichprobe einfach zu sehr abweichend von der Grundgesamtheit, weil Sie sehen schon, im Schnitt bewirtschaften diese Betriebe 36,7 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche. Sie sind damit deutlich größer strukturiert. Ja, den Vergleichswert von den Mekos herangezogen. Es sind Betriebe mit Mailadresse, das ist schon eine Verzerrung an sich. Und die Antworten kamen auch eindeutig von größeren Betrieben. Das ist also in solchen Studien fast immer der Fall. Bei Telefoninterviews kann ich das steuern. Aber hier kann ich das nicht steuern. Wir haben einen hohen Anteil an Bergbau- und Bierbetrieben unter den UAB-Betrieben. Und im Durchschnitt, das stimmt sehr gut mit der Grundgesamtheit, waren die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter ca. 45, 44 Jahre alt. Da gibt es auch kaum Unterschiede nach Zweigen. Zweigen heißt Direktvermarktung, Transportunternehmen, also Transportleistungen oder UAB. Und deutlich abgehoben haben sich die Betriebe mit maschinellen Tätigkeit von der Fläche. Der Beginn der Diversifizierung, also wie ist die Diversifizierung auf Ihrem Betrieb entstanden, war die Frage. Und wir haben vier Kategorien oder Frageantworten vorgegeben. Also wurde sie von den Eltern übernommen, ja ungefähr 20%. Von den Eltern übernommen und stetig weiterentwickelt. Das sind ungefähr knapp 30%, also Viertel bis knapp 30% haben sie also von den Eltern übernommen, stetig weiterentwickelt. Aber doch ein großer Anteil hat die Diversifizierung auf dem Betrieb selber aufgebaut, also in der jeweiligen Generation. Das sind doch um die 40%. Gut 40, also 44% bei allen diversifizierenden Betrieben. Und ein Teil kam auch von außerhalb der Landwirtschaft, also durch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. 10% in dieser Stichprobe. Das wird jetzt, wenn ich das jetzt auf die Grundgesamtheit denke, werden es nicht 10% sein. Ich glaube, dass die öfters geantwortet haben. Könnte sein. Also da muss man jetzt vorsichtig sein, wie man die Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit zieht. Interessantes Bild, und das werden wir noch öfter sehen, es gibt kaum Unterschiede, außer die Urlaub- und Bauernhofbetriebe weichen etwas ab. Sonst gibt es relativ einen Gleichklang zwischen den einzelnen Zweigen. Die Arbeitskräfte in der Diversifizierung, da haben wir mehrere Fragen gestellt, eine stelle vor. Wir haben dann zuerst einmal die Arbeitskräfte, also wer arbeitet in der Diversifizierung, gefragt. Und dann haben wir gefragt, wer trägt die Hauptverantwortung in der Diversifizierung. Das haben wir in unserer Diversifizierungsrunde schon mehrmals diskutiert. Das war ein bisschen ein überraschendes Ergebnis, dass hier die Männer doch, wir haben geglaubt, die Diversifizierung ist eher weiblich. Ich meine, bei Machine Learning und so weiter war das zu erwarten, bei erneuerbaren Energien. Aber bei Direktvermarktung nicht unbedingt. Also laut dieser Angabe sagen 55%, sagen die Männer, sie haben die Hauptverantwortung. Aber lange diskutiert, was könnte das heißen. Wir haben jetzt keine Antwort aus dem Fragebogen natürlich. Wir können nicht mehr nachfragen, was heißt eigentlich Hauptverantwortung. Die Männer fühlen sich vielleicht auch dafür verantwortlich, selbst wenn sie gar nicht vielleicht direkt mitarbeiten. Ich habe einmal einen Fall gehabt, wir waren in Kärnten mit der Familie, Urlaub am Bauernhof. Und wir haben immer Kontakt gehabt mit der Frau. Also wenn irgendeine Fragen waren, sie hat uns das Zimmer gezeigt und so weiter. Und am Ende des Tages, wie wir gefahren sind, beim Kassieren war der Mann da. Vielleicht könnte das auch die Hauptverantwortung sein. Oder wir haben auch diskutiert, vielleicht wird es auch so verstanden, Hauptverantwortung für den gesamten Bereich und nicht unbedingt nur für die Diversifizierung. Könnte auch sein. Also es war ein bisschen überraschend. Auch von der Tendenz passt es schon, bei Urlaub am Bauernhof sind hier die Frauen, zum Beispiel auch wenn man die Altbäuerinnen und so weiter dazu zählt, oder die Partnerin, Entschuldigung, die Partnerin weiblich, da sind die Frauen schon an erster Stelle. Zur Frage der Zufriedenheit, ja, wie sind Sie zufrieden mit der Diversifizierung? Lassen Sie sich Lebensqualität und Diversifizierung gut vereinbaren? Dann zeigt sich doch eine relativ große Zufriedenheit. Also ungefähr ein Fünftel bis ein Viertel sagt uns, dass Sie sehr zufrieden sind mit der Diversifizierung. Das ist natürlich eine subjektiv empfundene Zufriedenheit. Fast die Hälfte sagt eher zufrieden. Und so ein Viertel ungefähr sagt teils, teils. Ganz geringe Zustimmungen bei den letzten beiden Abstufungen, eher nicht zufrieden oder überhaupt nicht zufrieden. Also könnte man auch lange diskutieren, was das bedeutet, werden wir vielleicht auch am Nachmittag, aber es ist, würde ich einmal interpretieren, eine hohe Zufriedenheit. Was sind die Herausforderungen in der Diversifizierung? Da haben wir auch einige Punkte hier vorgegeben. Ganz oben Vorschriften und Bürokratie, das ist wenig überraschend. Mit dem haben wir fast gerechnet. Die Hälfte sagt uns, ja, das ist voll zutreffend und weitere 26% eher zutreffend.
Danach kommt der hohe Zeitaufwand und die Arbeitsbelastung, ein großes Thema in der Diversifizierung. Und dann kommen weitere Punkte wie Wirtschaftlichkeit, verlässliches Personal finden, das würde ich als sehr wichtig erachten, weil 29% sagen, das trifft voll zu, weil das trifft nur für jene zu, die wirklich Personal von außen brauchen. Diejenigen, die ja das rein in der Familie machen, stellt sich ja diese Frage gar nicht. Insofern ist es durchaus ein wichtiges Thema, also Mitarbeiter zu finden, ist hier ganz, ganz ein wesentlicher Punkt. Kunden zu finden und zu binden, Erwerb von Wissen, Know-how und so weiter, kommen also danach. Dann haben wir gefragt, was sind Ihre aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren in der Diversifizierung? Da haben wir viele Punkte oder Statements oder Items vorgegeben. Da hebt sich ein Punkt besonders ab, das ist die Motivation, Interesse und Freude, also diese intrinsische Motivation für Diversifizierung. Also Diversifizierung entsteht nicht von allein, sondern das braucht sehr viel Engagement, Motivation, Interesse. Und wenn Sie da die weiteren Punkte sehen, da kommen noch weitere solche eher persönlichen oder auch sozial konnotierten Eigenschaften, eigene Fähigkeiten, Kontaktfreudigkeit, Interesse für Kunden, Ausdauer und Durchhaltevermögen oder auch Zusammenhalt in der Familie, auch ein ganz wesentlicher Faktor. Also die Punkte oder Aussagen sind ganz, ganz weit oben. Auch Mut kommt da noch vor. Und dann kommen Bereiche wie zum Beispiel Ressourcen, unternehmerisches Know-how, innovative Geschäftsidee und so weiter. Also man kann da schon relativ schnell den Schluss zulassen, dass es sehr stark in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Faktoren geht. Das Know-how natürlich ist wichtig, aber damit man solch einen Schritt wagt oder ihn eingeht, braucht es ganz starke Persönlichkeitsstrukturen. Interessant auch das Thema, wir haben das natürlich für alle Bereiche, für Urlaub am Bauernhof, für Direktvermarktung, für Maschinen und so weiter aufgelistet, haben Sie in der Studie auch drinnen, gibt es kaum einen Unterschied. Also dieses Bild sehen Sie, egal ob das jetzt Urlaub am Bauernhof Betriebe sind, ob das jetzt direktvermarktende Betriebe sind, das Bild ändert sich kaum. Das sind nur 1-2 Prozentpunkte Unterschied. Also das ist hier, diese persönlichen Merkmale wiegen überall ganz, ganz als wichtig, werden sehr wichtig eingeschätzt. Ja, wir haben auch in die Zukunft geblickt. Wie wollen Sie Ihren Betrieb in den nächsten 5 Jahren ausrichten? Einerseits, wir wollen die Diversifizierung in etwa gleich belassen, also etwa im Schnitt knapp 45% sagen uns, ja, wir wollen es in etwa gleich belassen. Interessant, ein relativ hoher Anteil will die Diversifizierung ausbauen. Das ist schon aus einer Studie von KeyQuest und LK Österreich, Martina Ortner, herausgekommen, dass sich, das war ihre Schlussfolgerung, dass sich die Diversifizierung weiter professionalisieren wird. Es werden einige aufhören, aber andere werden sie ausbauen. Und Neueinsteiger gibt es relativ wenig. Also in den letzten Jahren. Insofern ist hier ein Professionalisierungsschub. Und zwischen 5% und 10% sagen uns, dass sie die Diversifizierung aufgeben wollen. Das kann in Wirklichkeit natürlich mehr sein, weil die, die das jetzt schon sagen, die geben relativ sicher auf. Und andere vielleicht, die das noch nicht so wissen, werden vielleicht eher hier ihr Kreuzerl gemacht haben. Wir haben dann auch gefragt, neben der Diversifizierung, wollen Sie in andere landwirtschaftliche Betriebszweige der Urproduktion einsteigen? Und da ist durchaus auch ein Interesse vorhanden von 15-20% für neue Betriebszweige in der Urproduktion. Das wäre die klassische horizontale Diversifizierung, wie ich es ganz am Beginn auch genannt habe. Zum Schluss jetzt noch Weiterbildungs- und Beratungsbedarf. Ja. Wir haben also so gefragt, bei welchen der folgenden Themen brauchen Sie Unterstützung, damit Ihre Diversifizierung nachhaltig erfolgreich ist? Und Klammer haben wir gesagt, zum Beispiel durch Bildung und Beratung. Wir haben auch wieder diese Punkte vorgegeben. Und ja, das sind eigentlich Ergebnisse, die durchaus gut nachvollziehbar sind. Gesetzliche Vorschriften, Bürokratie, das ist ein großes Thema in der Diversifizierung, diese Abgrenzung, wie ist das mit der Frage der Sozialversicherung, des Steuerrechts, das kommt gleich an zweiter Stelle, ja. Und die Förderungsfrage. Also die drei Aussagen oder Beratungs- und Bildungsthemen heben sich etwas ab von allen weiteren. Lebensqualität kommt dann als viertes. Auch ein großes Thema, wie man den Mehrarbeitsbedarf bewältigt auch. Und dann kommen andere Themen wie Betriebswirtschaft, Marketing, also die klassischen Unternehmensführungsthemen, bis hin zu Marketingthemen, ja, Investitionsplanung, Arbeitswirtschaft, Arbeitsorganisation,
könnte man vorstellen, es könnte durchaus auch weiter oben stehen, wenn der hohe Arbeitszeitbedarf ja eine große Herausforderung ist in der Direkt- oder in der Diversifizierung. Aber das haben wir vorhin auch schon gesehen, es wird nicht immer so als Beratungsthema scheinbar wahrgenommen. Und dann haben wir noch die 3680 Betriebe gefragt, die nicht diversifizieren, ob sie Interesse hätten für die Diversifizierung. Also wir haben gefragt, ja, wie halten Sie Interesse, Einstieg in die Diversifizierung? Und da sagen uns also 3,3% ja, ganz sicher. Und 26,9% überlegen noch. Wie hoch dieses Potenzial wirklich ist, kann man schwer abschätzen. Man kann ja leicht hier ein Kreuzel machen. Aber zumindest ist es nicht ganz weg von der Überlegung. Aber 70% sagen uns nein, auf keinen Fall. Ähnlich die Einstufung beim Einstieg in andere Betriebszweige der Urproduktion. Ähnlich wie in der Diversifizierung. Es ist durchaus ein Potenzial, das, denke ich, auch beratungstechnisch durchaus bearbeitet werden kann. Was sind die Hemmnisse jener Betriebe, die unten sagen, nein, auf keinen Fall? Die haben wir natürlich gefragt. Der hohe Zeitaufwand und die Arbeitsbelastung, 60%. Ressourcen, Kapital, Arbeitskräfte, 51%. Vorschriften, Bürokratie. Das sind also die größten Hemmnisse jener Betriebe, Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter, die sagen, sie wollen nicht in die Diversifizierung einsteigen. Gut, damit meine Zusammenfassung. Ja, also wir haben versucht, einen Begriff, eine Begriffsdefinition mittels dieser Studie zu bewerkstelligen. Ich glaube, das haben wir geschafft. Nicht zu 100% wird jede Form der Diversifizierung sich so einteilen lassen. Wir wissen auch nicht, was in 5 oder 10 Jahren an Diversifizierungsformen auf uns zukommen. Die Landwirte, Landwirtinnen sind ja auch da sehr innovativ. Deshalb haben wir keine Beispiele, das war ja auch eine Überlegung, Beispiele zu benennen, sondern einfach Kriterien. Und anhand dieser Kriterien sollen solche Aktivitäten eingeordnet werden. Wir haben gesehen, also der Ertrag, knapp 10.000 Euro, knapp 10% des Ertrages, macht die Diversifizierung laut 2017 aus, der Großteil über Direktvermarktung. Und im Schnitt erwirtschafteten die Betriebe mit Diversifizierung ein höheres Einkommen und auch einen höheren Rentabilitätskoeffizienten. Aber man kann damit nicht den Schluss setzen, dass also hier die Diversifizierung wirtschaftlich ist. Da braucht man noch weitergehende Analysen. Hängt auch damit zusammen, wie man Wirtschaftlichkeit definieren. Die Faktorverwertung für Arbeit, für Kapital, für Boden, was auch immer. Wir haben Herausforderungen in der Diversifizierung. Vorschriften, Bürokratie, das steht ganz oben. Die Arbeitsbelastung ist ein wichtiger Punkt, und verlässliches Personal zu finden. Das sind ganz wesentliche Bereiche, wo wir Herausforderungen sehen. Und die zentralen Erfolgsfaktoren, die sind ganz stark mit persönlichen Momenten, mit Motivation, Interesse, mit eigenen Fähigkeiten, mit Mut und weiteren sozialen Merkmalen verknüpft. Und zwischen 25% und 30% wollen die Diversifizierung in Zukunft ausdehnen. Ich denke, da gibt es auch für die Beratung viel an Arbeit, weil hier natürlich auch Beratungsbedarf besteht. Gut, damit danke ich auch für die Aufmerksamkeit zu dieser Studie, und wenn es Verständnisfragen gibt, dann bin ich vor der Mittagspause noch gerne bereit, auf diese Fragen einzugehen.